Guten Morgen, Skatfreunde. Lasst uns direkt einsteigen in die Rocket-Monatsmission, zweiter Teil. Falls ihr den ersten Teil verpasst haben solltet, ich verlinke den da oben nochmal. Da könntet ihr nachschauen, dass ich bisher wirklich nicht besonders gute Karten hatte. Erst 150 Punkte auf der Uhr nach den ersten 12 Spielen. Also ich bin schon ein bisschen hier in der Defensive und brauche jetzt mal einen kleinen Antritt, um wieder den Anschluss hier an das Mittelfeld erstmal herzustellen, also um überhaupt in diesem Turnier noch einen Blumentopf zu gewinnen. So, das erste Blatt ist, denke ich, der beste Ansatz, den ich hier im Turnier bisher gesehen habe. Die drei oberen Buben und eine Karoflöte, auch wenn da natürlich noch ein bisschen was fehlt. Aber ich komme hier auch erstmal für den Karo mit 3 nicht ran. Aus der Hand werde ich ihn ohnehin nicht spielen, also ziehe ich das Ding auf Grang durch. Das musst du, denke ich, machen. Hier sind zwar bisher noch 4 Stiche in der Abgabe, also eine Verstärkungskarte wäre schon gut, aber da kommt sie auch, Karo Lusche, und damit ist das Ding so gut wie gewonnen. 3 Stiche, da müssen sie erstmal die 6 vollen drauf holen. Oder natürlich auch noch möglich, wenn ich hier abschmeiße, ist er noch nicht hundertprozentig unverlierbar. 60 sind immer noch möglich, auf einem Weg, den sie aber sehr schwer nur finden können. Aber immerhin, sie bleiben noch mal im Rennen, hier den 21er Stich in Kreuz auf 36. Aber trotzdem muss es jetzt noch sehr merkwürdig sitzen. Also Karo Ass müsste jetzt direkt das letzte Ass geladen werden auf 58 und dann Karo Lusche gestochen. Da glaube ich ja im Leben nicht dran, erstens, dass es so sitzt und zweitens, dass sie es finden. Und da kommt auch Herz, kann ich stechen, Buben holen und nichts passiert mehr. Spiel wird gewonnen und wir sehen es, Karo steht auch 1-1, also da 6 volle drauf abzugeben in 3 Stichen oder in 4 Stichen mit dem König und dem Einstich Karo Buben, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Also mit der Karo 7 im Stock war ich schon optimistisch, aber andererseits, selbst wenn du so ein Ding verlierst, spielen muss ich es ja ohnehin. Also, da haben wir 96 Punkte, eine erste Hausnummer, und ist das etwa der Start meines Antritts? So, zweites Spiel, Mittelhand, Ansatz, 5 Trumpf, Seitenass, 10 bestellt, 18 sagen wir auf jeden Fall. Und wir kriegen es für 18. Und eine gute, eine schlechte. Also der sechste Trumpf ist ja immer sehr wertvoll in so einem Spiel, gerade in Mittelhand. Herz-Dame ist jetzt natürlich nicht die gewünschte Verstärkung. Klar, ich weiß, was ich drücken möchte und muss, aber die Beikarte ist jetzt schon ein wenig fragil, sagen wir mal. Und da kommt auch Pik raus, wo ich auf König 10 setze. Und das ist gleich die erste Gretchenfrage in so einer Situation. Wenn das Ass vor mir sitzt und ich nur den König lege, dann kann das richtig übel werden. Dann gibt es noch hier einen richtig fetten Stich. Also durchaus üblich und auch plausibel spielbar, hier schon mal mit der 10 raufzusteigen, um dieses Risiko abzufedern. Auch wenn das Ass natürlich häufig mal in Hinterhand sitzt, so wie jetzt, dann machen aber meistens diese 6 Augen den Kohl nicht fett. So, 21. Trumpf auf 36 und natürlich kommt Pik Dame. Und ist ja auch klar, das Spiel ist nicht stark genug, um gegen Trumpf zu viert in einer Hand zu bestehen. Also Trumpf muss jetzt ohnehin 2-1 verteilt sein. Gut, und dann werfe ich hier einfach die Dame ab, soll Hinterhand ruhig auch einmal wimmeln auf 52, alles halb so wild. Jetzt ans Spiel kommen, einmal kleinen Trumpf und danach muss ich dann auch Rest haben. So, Herz Lusche kommt, halten wir fest, jetzt Trumpf Lusche. Ah, was ist denn da passiert? Ich werde verrückt, wie kann das denn sein, dass der jetzt auch noch Herz übersticht? Herz 10 war blank, ein ernstes, 4-mal Herz in Vorhand. Oh nein, also das ist ja unfassbar. Also wenn jetzt Trumpf noch 1-1 sitzt, dann ärgere ich mich ja die Krätze. Ja, und ist natürlich so, ist natürlich so. Wie komme ich denn da auf die Idee, mit der Kreuz 10 zu stechen? Also eine Unkonzentriertheit, weil ich im Prinzip diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen habe. Und das, denke ich mal, ja, wenn ich nach einer Erklärung suche, würde ich sagen, das liegt irgendwo am Online-Spiel, das wäre mir mit echten Karten in der Hand vermutlich nicht passiert, denn klar sitzt die Karte jetzt hier irgendwie komisch. Vorhand hat aus dem Drilling Pik zuerst aufgeschlagen und hat dann auch noch 4 Herz in der Hand, aber es war ja gar nicht nötig, die Kreuz-Dame hätte ja auf jeden Fall gereicht. Also, das Ding habe ich selber verbastelt, Mann, gespielt wie ein Fisch und ärgern und ärgern und ärgern. Aber ich sage es immer, ich versuche es immer zu sagen, wenn euch so ein Bock passiert, und das passiert beim Skat ja nun mal ständig, hackt den erstmal ab, versucht nicht, das darüber zu viel nachzudenken im Turnier, dann gibt es noch Folgefehler, also genauso muss ich es jetzt natürlich selber versuchen, so ein ärgerliches Ding,
abhaken und gucken, ob trotzdem noch was geht, aber das muss man natürlich auch sagen. So ein verlorenes Spiel, unnötig verlorenes Spiel, die Punkte, die zählst du am Ende immer noch mal nach und was du hättest machen können und die kriegst du natürlich auch nicht wieder zurück. So, Kreuz wird gespielt, Karte sitzt ganz gleichmäßig verteilt, Pik 10 hat er auch heimbekommen. Ja, da werden wir wohl nichts gewinnen können in diesem Spiel. Herz Ass hat er natürlich selber, wird er wahrscheinlich kein Karo haben. Oh, mein Partner macht Stich um Stich und Herz 10 hat er sogar auch noch. So, der müsste eigentlich laufen und dann auf den nächsten Herz, falls mein Partner noch ein Herz hat, die Kreuz-Lusche verstechen, dann Trumpf Ass, Karo Ass auf den Trumpfstich bei meinem Partner. Oh, Herz sticht er. Das überrascht mich jetzt doch, denn dann hat er doch wahrscheinlich doch noch Karo dabei. Oder wie sieht's aus? Ja, jetzt fängt er selbst an nachzudenken, aber wie auch immer, selbst wenn er jetzt eben Herz gedrückt hat und dafür noch eine Karo-Lusche schleppt, was ich inzwischen glaube, dann hat er eben Glück, dass Karo-Ass-10 bei mir in der Hand sitzt und selbst wenn mein Partner jetzt noch einen Bubenstich hat, muss ich eben die Trumpf-Lusche noch mit bedienen, also die Karte sitzt einfach so verflixt, sauber und ordentlich, dass der Spieler hier wohl gar nicht verlieren kann. Ja, guckt es euch an, jetzt spielt er selber die Karo-Lusche raus. Jetzt stehe ich da. Karo 10 sticht er, mein Partner muss bedienen. Den letzten Pik hat der Alleinspieler sicher, einen Trumpf noch bei meinem Partner. Aber egal, wie ich es drehe und wende, das Spiel können wir natürlich nicht schlagen. Es ist hier an dem Stich auch offensichtlich, dass ich die Karo 10 habe, also Karo 9 zu bringen. Dann wirft er einfach Pik-Lusche ab. Ja, ich weiß auch nicht. Ganz egal, jetzt habe ich mich entschieden, hier eine Trumpf-Lusche zu spielen. Guckt an, habe ich glaube ich noch zwei Augen gerettet bei meinem Partner, aber das hilft natürlich nichts. Gerade mal mit 66, also ein ganz schlappes Spiel, aber so wie es saß, konnten wir es nicht lösen. So, und jetzt denke ich mal, habe ich hier so ein Entscheidungsspiel. Guckt das euch mal an. 5 volle, 3 Asse, eine 10, Karo, Bube. Und ich stehe halt richtig schlecht, das muss man sagen. Wir sind jetzt schon im Spiel 16, wenn man die ersten 12 Spiele dazu rechnet, also kurz vor der Hälfte. Ich stehe ziemlich mies. Ja, das Ding muss ich doch jetzt wohl mal durchziehen, oder? Das Ding muss ich durchziehen und eine hohe Reizung in Mittelhand. Aber was muss das heißen? Der kann 3 Buben haben und ein paar Kreuz oder will mich einfach nicht spielen lassen. Das ist immer schwer einzuschätzen. Was reizt er? Er kann auch ein Handspiel reizen. Ja, irgendwie habe ich mich hier entschieden, das ist mein Entscheidungsspiel. Ich ziehe das jetzt durch auf Grang. Irgendwie 20 Augen drücken oder 13 Augen drücken. Vielleicht die 10 in der Hand halten, mal gucken, was drin liegt. Es ist ja erst schon mal ein Keulenspiel mit den 5 Vollen. Ah, ein Keulenspiel gegen die 50er Reizung. Naja, was soll's, jetzt habe ich es getan. Die Findung ist natürlich schon mal absoluter Dreck. Ja, Karo-Lusche, Pik-Lusche. Ja, nun stehe ich da mit dem Talent. Was machen wir auf die 50er Reizung? Ich denke mal, 20 runter ist eine valide Option. 53, wenn die 3 Asse laufen, mit der Kreuz-Dame, die wir mindestens kriegen, 56. Ja, vielleicht kriegen wir ein Kreuz-König, vielleicht kriegen wir ein Pikenbild, vielleicht kriegen wir ein Herzenbild oder schnippeln oder kriegen eine blanke 10 in Herz oder Kreuz oder schnippeln eine raus. Also das sind jetzt so die Ideen, aber die Findung hat das Spiel natürlich nicht unbedingt stärker gemacht. Und das ist nicht gut. Karo Ass, und das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Wir sind, was heißt aufgeflogen? Wir sind geplatzt, denn Spieler 3, der muss ja die 3 Alten haben, wo er jetzt nicht mal Karo Ass hat. Und Kreuz 9 bedeutet natürlich, die ist blank. Mit anderen Worten, der hat jetzt nur noch Pik und Herz in der Hand. Ja, das Dramatische ist, mein Kreuz Ass wird jetzt eben nicht mehr laufen. Und damit kann ich dieses Spiel natürlich nicht gewinnen. Pik 10 wäre jetzt oben sicher besser. Da hätte ich noch einen Stich in der Flosse. Also Kreuz Ass Karo 10 drücken, das wäre, glaube ich, gegen diesen Aufschlag die einzige Möglichkeit gewesen, hier noch im Geschäft zu bleiben. Ob das dann gelangt hätte, weiß ich auch nicht, aber so kann es natürlich nicht gehen. Ah, ja, 50 war vielleicht doch eine Nuance zu viel.
Aber man muss es im taktischen Kontext halt sehen. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du dir selber schon dann auch noch so ein Ding verlurcht hast, dann passieren eben auch solche Sachen. Das genau gehört zum Skat. Gut, und jetzt heißt es hier ein bisschen mit Anstand die Serie zu Ende spielen und mal gucken, dass wir hier wenigstens noch ein kleines Taschengeld mitnehmen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal einen Grang an von Spieler 2. Ja, und der sieht ja dann auch einigermaßen langweilig aus. Buben stehen zwar zusammen, aber die kann er beide abholen. Jetzt kommt die Batterie. Gut, mein Partner wird wohl eher aus seiner eigenen 10 zu dritt aufgeschlagen haben als blank. Also irgendwas muss ich hier sowieso abwerfen. Gut, und da hat der Alleinspieler auch schon gewonnen und schmeißt den Rest in die Mitte. 74 Augen. Ja. So, und wenn es Zeichen gibt auf dieser Welt, dann sind es diese Karten, die mir sagen, Daniel, du hast dein Pulver jetzt hier verschossen. Spiel einfach noch ein bisschen mit und das tun wir dann auch. Und jetzt schauen wir uns die ungezwungenen Grangs an. Gute Karten. So, hier behalten wir den Kreuzkönig noch mal im Blatt. Logischerweise, da ist eine gute Chance, dass der noch gegen die Dame einen Stich macht. Oh, Karo läuft gar nicht. Muss mein Partner also ein paar Karos in der Flosse haben. Den vollen, den haben wir investiert. Oh, und Kreuz 10 hat er wirklich zu dritt. Dann hat er natürlich Glück, dass das Kreuz Ass blank stand. Pik mache ich jetzt auch noch einen Stich. Die Frage ist, wo jetzt das Karo Ass fehlt. Kommen wir mit den beiden Stichen Kreuz König und Pik König hier noch aus dem Schneider? So, und was macht Spieler 2 jetzt? Was fängt der jetzt an, groß nachzudenken? Da kann er jetzt sowieso nichts machen. Klar, den Buben kann er noch ziehen. Logisch werde ich jetzt mir nicht meinen Pikstich kaputt werfen. Und jetzt kann er auch, naja, wenn er Kreuz rausspielt, dann kann er noch ein Auge sparen, indem er auf meinen Pik König wartet. Tut er aber nicht. Dann hätte er das auch ein bisschen schneller haben können. Aber nein, wir sind Schneider geblieben, 91 Augen. Das war ein etwas zu fetter Stich, den wir da im mittleren Spielverlauf angeboten haben. Ja, und jetzt hier Bildersalat im Quadrat. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder plus die beiden Buben. Also 8 Bilder habe ich hier in der Flosse. Ja, 18 bieten wir für den Kreuz. Und dann wird gehalten. Klar, man kann ihn jetzt auch noch durchziehen, aber was ist denn das jetzt für ein schlappes Spiel, bitte? Lass ihn im Zweifel sein 0 spielen. Ich habe meinen Auftritt hier gehabt. Ich muss jetzt nicht mehr ein ganz heißes Eisen spielen. So, Karo rausgenommen, blanke Karte gezeigt. Lass mich bitte noch mal im Spiel, würde ich meinem Partner zurufen. Dann würde ich nämlich danach mal einmal Herz von oben ziehen, um zu klären, dass da nichts geht, und dann in die Kreuz 9 greifen. Das wäre so die Idee, wenn er mich am Spiel lässt. Wenn er rausnimmt, gut, dann muss ich gucken, was hinterher kommt. Oh, Kreuz Ass ist bei meinem Partner. Das ist bedauerlich, denn dann können wir ein Kreuz ihn nicht bekommen. Ja, dann werden wir ihn wohl bestenfalls in Pik oder Karo greifen. Und das sieht natürlich auch nicht so aus, denn ich habe natürlich hier mit Herz keine Abgabe. Und jetzt komme ich auch nicht mehr vom Spiel. Also das Spiel wird gewonnen, alleine weil ich nicht mehr vom Stich komme. Oh, und guckt euch das mal an. Der war gar nicht gut, der 0. 7 und 8 in Herz bei meinem Partner, 9 und 10 beim Alleinspieler. Und trotzdem glaube ich, nicht mal mit einem offenen Spiel hätten wir das schlagen können, denn ich habe eben 4 mal Herz von oben. Und ja, wenn mein Partner noch ein bisschen Karo jetzt gespielt hätte, dann hätte ich zwar 2 Herz abschmeißen können, aber der Alleinspieler auch. Also, interessante Partie, die gar nicht so gut aussah, aber automatisch einfach auf Sieg stand. So, schaut mal her. Jetzt komme ich noch mal ins Geschäft. Jetzt kriege ich einen schönen Grang Hand.
Und jetzt bin ich sogar bereit, den mal Schneider anzusagen, auch wenn diese Schneider-Ansage natürlich nicht wasserdicht ist. Also rein aufgrund meiner absolut miesen, meines miesen Zwischenstandes, dass ich dieses Risiko eingehe, würde ich euch sonst nicht empfehlen. Kreuz kann ja mal zu dritt oder zu viert sitzen, es kann auch mal direkt was gestochen werden. Aber wie gesagt, da nehme ich jetzt keine Rücksicht mehr drauf. So, Buben müssen wir wohl trotzdem ziehen. Oh, oh. Bube liegt drin, der vierte Junge liegt, aber da fliegt auch Kreuz Dame. Also Kreuz zu dritt darf jetzt nicht bei Spieler 2 sitzen, idealerweise. Ah, und da ist es schon wieder passiert, die Gefahr ist schon wieder vorüber. Kreuz fehlt jetzt nur noch die bestellte 10, also Kreuz Lusche spiele ich mir auf jeden Fall hoch. Na gut, dann haben wir wenigstens hier mal einen dicken Fisch gefangen. Kriegt man ja auch nicht so oft. Granghandschneider angesagt, das Ganze mit Vieren. Ja, 192 gleicht gerade das achte Spiel, mein viertes Spiel aus, ne? Aber immerhin, jetzt bin ich wieder im Plus, jetzt kann es wieder losgehen. Da, das hebt gleich die Stimmung. Und ja, da ist, das ist wie so ein Jungbrunnen quasi für den gefrusteten Skatspieler. Einen kleinen Granghandschneider angesagt zwischendrin und schon glaubst du wieder an das Gute im Skat. Schaut es euch an, hier gehe ich sofort wieder mit 18 in diese Lurchkarte rein, einfach weil ich plötzlich denke, Mensch, vielleicht liegt ja öfters nochmal Bube und Ass. Vielleicht war das alles nur eine Prüfung, der ich vielleicht mich bisher nicht unbedingt würdig erwiesen habe, aber die noch nicht das Ende der Geschichte bedeuten muss. Tja, Grang. Zwei Buben habe ich aber sonst alles mit, vor allen Dingen noch eine blanke Herz 10. Gut, er wird ja sowieso über die Dörfer gehen. Also die kann ich auch direkt ausspielen. In den anderen Farben riskiere ich im Zweifel noch, mir ein Bild zu zerstören oder sogar die Karo 10. Also ist Herz, denke ich, trotz alledem hier das beste Ausspiel. Gut, er hat nur einen Buben. Okay, Pik Ass ist gedrückt. Pik Ass läuft mit der Dame. Ja, der ist ja weit zu Hause. Sehr, sehr weit. Jetzt habe ich aber Rest, wenn Pik Ass gedrückt ist. 80 Augen hat er gemacht. Gut, einfach. 4 Asse hat er gehabt. Eine 10 hat eins davon schon gedrückt. Eine blanke 10 noch geschnappt. So, dann wollen wir mal wieder gucken hier. Was haben wir denn? Das könnte ein Spiel werden. Noch ist es nicht besonders Dülle, aber wie ich schon sagte, inzwischen habe ich wieder so ein bisschen Blut geleckt und ganz ohne Widerstand können wir natürlich die Geschichte ja auch nicht beenden. Also für 27 kriege ich es, das ist interessant. Das ist an sich gar nicht so klasse, denn wenn er selber Kreuz oder Karo gereizt hat, dann sitzen die Trümpfe womöglich schlecht. So, mit Herz Ass gar nicht so immer eine gute Karte gefunden, drei Augen im Keller. Und das sieht doch schon mal gut aus. Da stehe ich schon bei 28, habe noch zwei Seitenasse und ein bisschen Stärke in Trumpf. Machen wir wie immer einmal von oben auf 32, einmal von unten. Hoffentlich jetzt nicht 5 dagegen und nein, es sind nur 4 dagegen bei Spieler 2. Man sieht es hier an der Karo 7 von Spieler 3. Der hat erst den Karo Buben gezeigt, jetzt legt er die Lusche. Also Herz, Bube, Trumpf, König noch bei Spieler 2. Aber das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, denn ich komme ja hier mit diesem Stich schon auf 50, kann also jetzt einmal Trumpf noch ziehen und dann muss nur noch Herz Ass laufen. Schon ist das Spiel gewonnen. So, nun könnte ich auch die Karten wegschmeißen. Ich kann auch noch ein bisschen weiterspielen. Das macht ja gar nichts aus hier. Na, immerhin, guckt mal, Spieler 2 steht natürlich riesig und Spieler 3, der hat mit einem gewonnenen Spiel auch erst 178, also Spielanteile habe ich bisher die meisten und natürlich auch das größte Spiel. Vielleicht gewinne ich ja wenigstens das Duell der Tischloser gegen Spieler 3. Na, der hat das gehört, oder? Der greift jetzt gleich nochmal rein. Der hat mich wohl gehört oder er hat einfach eine entsprechende Karte. So, da bin ich ja mal gespannt, wo mein Partner auch noch 18 reizt. Huch, Pik 9, das ist aber
Komisch, dass ich mit diesem Stich dranbleibe und auch nicht so erfreulich. Jetzt muss ich selber hier antreten. Gut, gehen wir mal hier in den Drilling. Die blanke 10 will ich natürlich nicht ausspielen. In dem Fall, die möchte ich ja lieber auf Trumpf unterbringen. Gut, mein Partner hat die 10 raufgelegt. Ja, so wie der erste Trumpfstich war, habe ich durchaus meinen Partner noch im Verdacht, dass er 4 Trumpf dagegen hat. So, jetzt spielt er Kreuz zurück, er fordert den Kreuz, okay, und die Herz 10 fliegt weg, die war wahrscheinlich blank. Also, das haben wir jetzt schon mal ganz gut hinbekommen. Wenn ich jetzt noch Karo 10 unterbringe, nein, aber Spieler 3 hat aufgepasst, spielt nicht erst das Herz Ass, sondern erst das Karo Ass, und das war, glaube ich, sein Gewinner hier. Denn damit ist meine Karo 10 futsch. Ja, und nun guckt euch das mal an. Pik Ass bei meinem Partner. Also mit anderen Worten, ja, der hat 4 Trumpf. Aber die Trumpfkonstellation Kreuzbube, Herzbube, ich gehe mal von aus, dass er den Kreuzbube noch hat, Trumpf Ass und Trumpf Lusche, da lässt er mich im ersten Stich dran. Das ist einfach nicht so besonders gut. Den hätte er besser rausgenommen auf 21. Dann kann er selber von da das Spiel öffnen und kann vor allen Dingen jetzt zwischendrin hätte er dann mal den Kreuzbuben ziehen können, um meine Karo 10 einzusacken. Das konnte er sich so natürlich nicht leisten, weil dann sein Trumpf Ass noch hängt. Ja, gewinnt der Spieler hier mit 64. Also blanke Herz 10 bei meinem Partner, blanke Karo 10 bei mir. Wenn der Alleinspieler das ein bisschen glücklich trifft, gewinnt er ohnehin. Trotzdem denke ich hier, dieser Trumpfstich im ersten, der hätte auch anders laufen können, dann hätten wir eine etwas bessere Chance gehabt vielleicht. So, letztes Spiel. Vorhand, habt nichts abbekommen. Das war's also. Und, oh, das war's doch noch nicht. Passe, passe. Na gut, dann greifen wir natürlich noch mal rein. Aha, 2 Buben gefunden. Ja, ich würde mal sagen, jetzt kann man den Herz spielen. Aber wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Da kann man auch den Grang machen. Da kann man den Grang machen. Und da muss ich auch nicht unbedingt die Herz 10 drücken. Den Grang, da sollte jetzt einfach das Herz Ass nicht unbedingt zu dritt stehen, dann hat der sehr gute Chancen, denn jetzt habe ich 3 Farben hochgespielt, wenn die Jungs verteilt sind, sieht es sowieso ganz gut aus, okay, also bisher läuft es wunschgemäß, selbst wenn die Jungs in einer Hand sitzen, habe ich Chancen, denn 4 volle brauche ich jetzt nur noch, 3 davon laufen bei mir sicher. Und wenn einer gestochen wird, dann muss ich mir eben noch die Kreuz 10 erangeln oder ein paar Bilder. Aber Jungs kamen verteilt, also der Grang lief ganz geschmeidig. Schaut an, die Beikarte sitzt sonst gar nicht so glatt. Karo steht zu dritt, Herz stand auch zu dritt, das Ass war blank zu meinem Glück. Und deswegen nehme ich hier nur noch die Vollen mit und gewinne den Grang mit 72. Ja, da haben wir das zweite Drittel quasi hinter uns. 4:2 habe ich gespielt, den ersten selber verrollt, einfach schnell gespielt, dusselig gespielt, nicht damit gerechnet, dass da ein Überstich drin war in der einen Farbe und danach etwas angegriffen, vielleicht ein wenig zu viel. War ja noch nicht zu ahnen, dass danach noch so ein netter 192er hinterherkommt. Also jetzt stehe ich relativ betröppelt da, 223 zu den 147 aus der ersten Liste, das macht jetzt erst 370 Punkte, also das wäre jetzt ein Wunder, wenn in diesem Turnier noch was für mich geht, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, die stirbt bekanntlich zuletzt, immer an Wunder glauben und deswegen bitte demnächst den Teil 3 auch noch anschauen, wie es mir da ergangen ist. Macht's bis dahin gut und wie immer wünsche ich euch gut Blatt.